Wer oft auf meine Homepage geht, oder in letzter Zeit zumindest, wird festgestellt haben, dass es etwas Neues gibt, nämlich mein neues Buchprojekt. Guitar TV gibt es jetzt als Buch mit DVD. Das Ganze ist im Moment bei Amazon erhältlich, kostet 14,80 Euro. Und das Buch werde ich euch gleich auch vorstellen, damit ihr sozusagen genau wisst, was ihr bekommt. Selber aufgefallen war, als ich das Projekt zum ersten Mal ausdruckte, dass ich eigentlich so recht gar nicht den Überblick hatte. Erst in dieser Buchform wurde mir klar, welchen Umfang das Ganze schon angenommen hatte. Wer also andere anstecken möchte und für die Gitarre begeistern will, der sollte sich überlegen, das Buch zu holen. Ich denke, auf dem Buchmarkt bekommt ihr kein vergleichbares Buch, welches 14,80 Euro kostet und eine DVD mit 4 Stunden Filmmaterial beinhaltet. Und wir schauen uns jetzt das Buch mal von innen an. Schauen wir einmal in das Buch rein. Hier ist die DVD. Über 70 Gitarrenfilme, 4 Stunden Spielzeit als im MP4-Format. Das heißt, auf jedem Rechner abspielbereit. Ein kleines Vorwort. Hier ist das Inhaltsverzeichnis. Die Hauptfilme sind alle fett. 1-0, 2-0, 3-0 und so weiter. Dazwischen sind die Lieder. Und am Ende stehen die Bonusvideos. Das Ganze geht übrigens bis zum F-Dur-Akkord. Am Ende kommt noch House of the Rising Sun. Dann wird der Workshop beschrieben, wie das Ganze aufgeteilt ist, Aufbau des Workshops. Dann geht's los mit dem Plektrum-Anschlag. Der erste Akkord D-Dur, zweiter Akkord A7, Wechselübung dazu und auch der Rhythmus-Anschlag für die rechte Hand. Cowboy Bill, He's Got the Whole World, Handsome Klein, ein irisches Lied. Ihr kennt das Prinzip ja, die Kletterübung. Es geht dann immer so weiter, jetzt kommen die ganzen Lieder. Ich blätter jetzt mal relativ schnell durch. Es sind übrigens alle Seiten neu aufbereitet, nicht so wie im Podcast. Ich habe alles komplett neu gesetzt, auch die ganzen Grifftabellen hier sind alle komplett neu. Und dann gibt es noch einmal die wichtigsten Grundakkorde. Alle auf einen Blick. Und auf der Seite sind nochmal die Lieder geordnet nach Themen. Das heißt, es sind die Kinderlieder alle zusammen. Die Weihnachtszeit, Gospel, Spirituals, Folksongs und deutsche Volkslieder. Ich hoffe, ihr konntet euch einen Überblick verschaffen durch diesen kleinen Film. Wer dieses Projekt noch unterstützen möchte, dem würde ich ans Herz legen, meine Seite bzw. vielleicht den Link auf Amazon, auf das Buch, auf eure Homepage zu legen, vielleicht ein paar nette Worte dazu zu schreiben. Das haben schon einige gemacht und das hat mich auch total gefreut. Und ansonsten in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Film. Tschüss!